Hallo und herzlich willkommen hier zurück im American Truck Simulator. Ich bin's, euer Ernie. Wer hätte es gedacht? Ja, ein neuer Tag, eine neue Runde. Nochmal kurze Information: Wir haben 40.079 Dollar bei uns. Haben wir schon den nächsten Auftrag rausgesucht. Da müssen wir jetzt erstmal schnell hinfahren. Wie wir sehen, es regnet. Los. Schalten wir erstmal den Motor ein. Dazu unser Licht und mal die Scheibenwischer. Oh, das Fenster ist ja noch ein Stück auf. Nee, andersrum. Wie war's? Ach, jetzt habe ich den Knopf hier verdrückt. Zack, hoch damit. Ah, furchtbar. So. Das ist hier gleich um die Ecke. Da fahren wir jetzt erstmal hin und dann gibt es wie immer alles weitere an Informationen für euch rechts abbiegen. Dazu. So, dann wollen wir jetzt erstmal schauen. Haben wir noch eine Stufe schneller? Ja, wir haben auch noch eine Stufe schneller. Sehr schön. Ja, es gewittert, es donnert. Das ist heute mal Schiedwetter. Mal sehen, ob es uns heute die ganze Zeit begleitet. Oder ob wir Glück haben. Da müssen wir mal schauen. So, das müsste gleich hier vorne jetzt sein. Und zwar ist es auch, ja, das wird für unser Level und für unser EP eigentlich sehr gut entlohnt. Mit 12.000 schieß mich tot. Das sehen wir gleich nochmal. Schauen hier, das sieht mir eine schöne Fahrt nach Kies oder whatever aus. Wollen wir mal schauen, Fischelbremse rein. So, das ist auch nur der eine. Es sind Diamond oder nee, Quatsch, Entschuldigung, Dynamit. Ich und meine, ja, alles, Entschuldigung, Dynamit, hochexplosiv. Oha, wir werden da auch GPS überwacht, damit da nichts schief läuft. Mit dem Gefahrengut, was wir uns eingeteilt haben, Gefahrenklasse 1, sehr schön, das nehmen wir an. Fahrt vorsichtig. Ja, machen wir. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wo er denn ist. Hier vorne gleich. Oha, das ist ein Doppeltrailer, also ein Auflieger und ein Anhänger hinten dran. Das wird heavy. So. Jetzt hilft ja alles nichts. Müssen wir mal ganz kurz die Scheibe hier aufmachen, damit wir auch was sehen. Concentration. Na, wo bist du denn? Ach, da. Oh, ein Mistwetter, du. Sehr schön. Erstmal Scheibe wieder hoch. Ankuppeln. Sehr schön. Und los jetzt hier. Weg hier. Bah. Er sitzt hier mitten im Regen rum. Meine Herren, du. Richtig niedergeschlagen, der Kleine hier, war. Oh, der tut mir aber auch leid. Oh Mann, es hält sich in Grenzen. So, rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Biege nach links ab. So, jetzt nach links erstmal. Da sieht gut aus. Hier auch. Ich denke mal, wir werden da oben wieder auf diesen Highway fahren, oder? Interstate, whatever. Demnächst links. Das heißt, hier jetzt. Ja, da vorne sind ja X, da dürfen wir ja nicht. So. Ups, das war. Ja, noch nicht ganz ausgeschlafen, ne? Erstmal hier wieder reinkommen. Ist hier rechts oder links? Nö, nicht, dass ich wüsste, ne? Nein. So, ja, ich wurde mal gefragt von dem lieben Martin, was sind denn 55 Meilen oder 65 Meilen? Also 35 Meilen sind ungefähr 56 km/h, 45 Meilen sind 72 km/h, 55 Meilen, da liegen wir ungefähr bei 88 km/h und 65 Meilen liegen wir dann bei 104 km/h. Also die haben da ganz krumme Zahlen in Amerika, aber... Was willst du machen? Ist so, wie es ist. Müssen wir uns dran halten. Was macht ihr da? Pullert ihr da gegen die Tür? Unglaublich. Naja. Immer machen lassen. So, jetzt erstmal rechts rum. Oder ist hier ein Geburtstag? Luftballons? Ne, die sitzt unterm Schirm. Hm. Oh Mann, hier ist was los, so. Typische amerikanische Buster, jawohl. Boah, ich fahre da schon wieder Schlangenlinien.
Ach ja, dann wollen wir erstmal sehen. Ja, es geht heute nach Moab in Utah. Ja, es geht nach Moab in Utah. 5130 Einwohner, also auch nicht ganz so groß. Liegt am Colorado River, also es liegt auch direkt an der Grenze zu Colorado, liegt am Colorado River. In der Nähe drin sind drei Nationalparks, die da wären: der Arches Nationalpark, der Canyonlands Nationalpark und dann noch so ein kleinerer Dead Horse Point State Park. Ja, das sind da so diese Attraktionen, die sie da haben. Aber es kommt noch besser, aber erstmal noch so ein paar kleine Dinger da. Ja, die Nachbarorte sind Spanish Valley und Castle Valley. Also das ist alles ein bisschen sehr klein gehalten. Ja, der Name Moab selber. Also gegründet wurde Moab von den Mormonen. Anschließend wurden dort in Bergwerken Uranerze abgebaut. Moment mal, wie schnell dürfen wir überhaupt? Ach, 70, ne? Dann volle Pulle, ne? Scheinwäscher können wir auch schon wieder ausmachen. Da wurden Erze abgebaut. Ja, das dazu. Ah, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken hier, dass ich jetzt hier erstmal die 70 hier auch erreiche. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem interessanten Teil wieder, was wir ja gestern ansatzweise ja auch schon hatten. Und zwar wurden in der Nähe von Moab, sind Drehorte für zahlreiche Western gewesen. Ne? Also für ultimative Western-Location, die man nur aus diesen alten Filmen ja nun auch kennt. Ne? Also absoluter Hammer. John Ford drehte dort Western-Klassiker wie, und jetzt kommt's, Rio Grande, Wagon Master und Cheyenne. Es folgten weitere Filme, natürlich auch von anderen Regisseuren. Der Mann mit den goldenen Colts, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, Thelma and Louise. Also das ist schon Wahnsinn, was da gedreht worden ist. Ansonsten ist das halt ein sehr nettes Ausflugsziel, halt auch Touristenziel geworden für Mountainbike-Strecken und Natursport, Geländefahrten, Wildwasser-Rafting, Motocross und Quad halt. Weil sich das Gelände halt da richtig anbietet. Aber schon wieder sind wir bei diesen Filmen angekommen, dass da Locations sind, wie gerade für die Western und diese Indiana Jones vor allem, der letzte Kreuzzug, einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde sogar einer seiner, also von den Indiana Jones Teilen, einer der besten Filme sowieso. Also finde ich den besten Teil davon. Sind alle gut, gar keine Frage, aber der ist wirklich Hammer. Ne, gerade mit dem Rest in Peace hier, John Connery, Sir John Connery natürlich. Er wurde ja geadelt von der Queen. Mit ihm dann noch mit bei und Harrison Ford, das war, also fand ich schon echt super. Finde ich heute noch super. Er kam jetzt auch vor kurzem mal im Fernsehen. Der absolute Hammer. 65 sind wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so wechselt wieder unsere Geschwindigkeit hier. Es ist der absolute Hammer. Ja, jetzt haben wir schon wieder schönen Sonnenschein hier. Fahren jetzt wie gesagt in nördlicher Richtung hoch, verlassen Mexiko und wie gesagt nach Utah. In Utah waren wir zusammen auch noch nicht, das ist jetzt unser erster Stopp in Utah. Und wie gesagt, das ist wirklich der östliche Rand direkt an Colorado-Grenzen. Das heißt, wir nähern uns dem neuen DLC sogar schon, ne? was sie jetzt hier herausgebracht haben. Also landschaftlich wird man das jetzt hier absolut merken. Bin da jetzt, ups, sehr neugierig. 45, jawohl. 35. Oh Mann. Ja, 35 sind ja ungefähr so 56 km/h, die wir hier einzuhalten haben. Und da ist natürlich auch rot. Ja, wieder ein netter Vorort hier, durch den es uns zieht. Active Fashion, Sportwear. Asienfood, ganz wichtig, ne? Die stehen ja auch auf die chinesische Küche. Na gut. Fastfood ja sowieso, ne? Ich weiß nicht, aber obwohl Deutschland ist ja auch schon nachgerückt mit Fastfood. Ne? An jeder Ecke kriegst du irgendwas. Ich meine, jetzt zu der Zeit ist ja sowieso viel mit Bestellen. Kontaktloses Lieferung. Also wer da keine Kreditkarte oder PayPal hat, ist angeschissen, auf Deutsch gesagt, ne?
Obwohl ich denke, bei einigen, ich glaube, oder bei den meisten, kann man auch noch mit Bargeld bezahlen. Ach, hier ist ein Unfall, deswegen, ich muss hier rüber. Biege nach links. Da sieht es gut aus. Du hör. Oh, lass mal stehen. So. Was haben wir jetzt hier? Ja, jetzt. Ja, was ist denn hier? State Police. Ist doch nichts. Highway Maintenance. Okay. Ach, da vorne ist einer reingekracht. Und dann sperren sie hier ab. Naja, immer machen lassen. So. Ja, das ist unser Zug hier. Können wir mal so gucken. Dynamit, wir haben es ja auch hier an der Seite draufstehen. Oh, es geht weiter. Hochexplosiv, also wir haben heute richtig heiße Ware. Auf Deutsch gesagt, richtig heiße Ware hier. Da bin ich ja auch mal... Und schon wieder rot. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir A... Jetzt stehe ich hier ein bisschen kacke, aber das ist nun mal so. Aber kann man das Schild richtig lesen? Doch, explosiv. Man kann es richtig lesen. Nicht schlecht. Doch, haben sie schön gemacht. Haben sie schön gemacht. Hintergrund die Berge da. Absoluter Hammer. Richtig schön. Was? Da ist gesperrt? Wir dürfen da gar nicht lang. Na toll, ich muss mich wieder geradeaus einordnen. Das sehe ich ja jetzt erst. Deswegen haben sie da gesperrt. Ah, klasse. Das heißt, es wird ein Umweg für uns sein. Wir kommen da nicht lang. Ja, ich bin über eine rote Ampel gefahren. Obwohl ich eigentlich geradeaus, aber ich hatte mich ja falsch eingeordnet. Meine Schuld. 400 Tacken wieder. 400 beschissene Tacken wieder. Neu berechnen. Ah, das heißt, er schickt uns da hinten irgendwo Unfall verursacht. Wo denn? Also jetzt kracht es hier richtig gerade, wa? Geht ja schon wieder gut los. Unsere schönen Pinunsen. Habe ich Schaden? Ja, das können aber auch die Reifen sein. Ah, dann wollen wir mal gucken, wo uns langjacht hat. Was haben wir denn? 178 Meilen. Frühestens 6.15 Uhr. Ja, da werden wir wahrscheinlich... nee, wir sind schon mittendrin. Das heißt, wir müssen da schon... ein bisschen zusehen, dass wir auch hinkommen. 6.15 Uhr dürften wir abladen. Wir haben jetzt bis morgen 12.55 Uhr Zeit. Doch, müsste es zu schaffen sein. Oh, Sprit sehe ich gerade. Eieieiei, nicht schon wieder. Wir sind ja am Anfang an der Tankstelle vorbeigekommen und ich habe nicht vorher geguckt, ob wir noch ausreichend Sprit haben. Und wieder so ein Ding. Ich liebe es. Na gut. Wollen wir uns jetzt erstmal auf die Umleitung hier konzentrieren. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Aber die haben doch da... In Farmington sind wir es erstmal. Aber die haben doch da links gesperrt. Er schickt mich aber wieder zurück. Na, ich bin mal gespannt, was er vorhat. Oder was sie vorhat. Biege nach rechts ab. Es ist hier wieder... Es ist hier echt ein Highlight. Aha. Jetzt bist du im Hinten reingekracht. Musst du auch zahlen? Musst du auch zahlen? Bestimmt nicht. Hier sind Garagen. Nee, der meinte da hinten dann irgendwo. Ne, dann drehen wir da hinten irgendwo im Ort. Da, wo er reinfährt, der wahrscheinlich. Biege nach links ab. Ja. Vorne kommt nichts, also ziehen wir rum. Ach, Leute, hier machst du was mit. Sind das hier auch Firmen, die angeliefert werden können? Ne, ich sehe hier keinen Trigger. Also dieses grüne da, UPS ist aber auch wieder in der Gänge. Ja, erstmal Mittagspause, jawohl. So, jetzt hier wieder rechts. Biege nach rechts ab. Er auch, so wie ich das sehe. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wieder was für mich hier, ne? Die Umleitung für die Umleitung für die Umleitung. Wie in meinem Job. Das ist auch manchmal die Umleitung für die Umleitung für die Umleitung. Mann. Und dann rechts abbiegen. Ja. Machen wir. Sofern wir denn gelassen werden. Rechts ab. Da ist eine Tankstelle. Oh, soll ich's wagen? Soll ich's wagen? Nicht, dass das wieder so ein... Aber wir müssen tanken. Wir müssen... Obwohl... Nee. Da wird bestimmt unterwegs noch was kommen. Da wird bestimmt noch was unterwegs kommen. Nee, hier darfst du auch gar nicht rüber. Nein, nein, alles gut.
mein Wort und Gottes Gehörgang, ne? So wie beim letzten Mal. Aber ich muss sagen, da hat der Spediteur auch echt knapp berechnet. Dieser kleine Umweg, damit wir noch einen anderen Hersteller für LKWs da finden. Da kann sich auch ein bisschen kleinlich anstellen, ne? Und wieder rot. Ja, Moment mal. Gelb heißt Kreuzung räumen, oder durfte jetzt auch noch zahlen? Unglaublich. So, jetzt stehen wir wieder hier. Aber sieht schon nicht schlecht aus, ne? Mit unseren Hörnern da oben drauf. Das ist schon in Ordnung. Aber er kann ja und er wird ja auch noch aufgerüstet. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir so ein bisschen auch den Kredit da bedienen. Na klar haben wir die Tagesraten und sowas alles. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen Kohle verdienen. Bevor wir dann in diese größeren... Wie gesagt, bei der Marke werden wir dann wohl auch bleiben. Müssen wir ja auch erstmal bleiben, ist ja klar. Wir können uns ja nicht noch einen LKW leisten im Moment. Aber wir können ihn ja aufrüsten. Und dann wollen wir mal schauen. Und so schlecht ist er gar nicht. Wie gesagt, er gefällt mir besser als der Mack, den wir da ja eingangs öfters mal hatten. Und die eine Firma, die ich da nur gefunden hatte. Jetzt haben wir, wie gesagt, Kenworth haben wir gefunden. Da ist der her. Und wir haben ja auch noch Volvo gefunden. Und Volvo, da hatte ich mir mal, man kann ja im Menü einfach nur mal Just for Fun sich die einzelnen Dinge angucken und wie sie zusammengestellt sind. Und ich muss sagen, schade, dass ich Volvo nicht vorher gefunden habe, weil das ist ja ein richtig geiler Style. Aber wie gesagt, da könnten wir auch noch mal hinkommen. Jetzt müssen wir mit dem leben, was wir jetzt haben. Das ist nun mal so. Oh, ich guck mal ein schönes altes Modell hier vor uns. Hier ist so ein typischer Oldtimer hier von den Amis. Lecker, lecker, lecker. Aber auch flott unterwegs. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir das auch dürfen. Ja. Ja. Und nu? Die wollen mich doch jetzt hier wirklich verarschen. Jetzt sagt er auch, ich darf nicht rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So. Sie leitet mich aber hier rum. Das heißt, ich werde jetzt mal... Ich werde jetzt hier einfach mal rechts abbiegen. Und wieder über die rote Ampel. Es ist doch einfach nur klasse. Wieder 420 Euro. Also diesmal sämtlich rote Ampeln. Ja, was soll ich denn machen? Sie schickt mir keine andere Alternativroute. Ich muss hier lang. In deiner, jawohl. Dann ist das jetzt eben so. Es war doch eben noch grün. Nicht aufregen, es ist nicht gut für mich. Das sind schon 800 Tacken. Plus der Unfall da noch. Sind wir, sagen wir jetzt mal roundabout bei 1000 Tacken, die ich jetzt in diesem Mist schon verloren habe. Ich könnte rückwärts aus der Hose springen schon wieder. Aber ich kann ja schlecht jetzt zurückspulen und sagen, ne? Nein, geht nicht. Wir sind ja mittendrin. Ja, ich weiß. Das ist auch im wirklichen Leben so. Man muss halt damit dann leben, wenn man nicht aufpasst. Aber sobald jetzt nicht noch, soweit jetzt nicht noch was Schlimmeres passiert... wollen wir das jetzt mal so stehen lassen. So. Wir kommen wieder in eine sehr schöne landschaftliche Gegend. Was ist da denn? Also jetzt mal ehrlich, Freunde. Ja, dann tut es mir leid. Dann muss ich da jetzt vorbeifahren. Das war der Grund, also der Unfall hier. Deswegen haben sie gesperrt. Immer geradeaus. Da ich jetzt keine Strafe bekommen habe, gehe ich davon aus, dass alles gut ist. So, guckt euch das an. Was eine geile Landschaft hier, ne? Was eine geile Landschaft hier. Hammerhart. Das sieht doch mal richtig geil aus. Ja, soll ich mich mal trauen, so ein bisschen von oben? So, wow. Also vorsichtig. Hammer, wa? Wenn man das hier mal sich so anguckt. Geile Wüstenlandschaft. Sehr schön. Eine Tankstelle. Eine Tankstelle. Und ich bin wieder dran vorbeigefahren. Wieso sind die Tankstellen hier so blöde? Oder komme ich da nochmal ran? Komme ich da nochmal ran? Nee, da komme ich nicht nochmal ran. Oder? Scheiße, ich probiere es mal. Ah, ja.
Ach, da. Will er nicht. Will er mich nicht lassen. Okay. Dann müssen wir... Also die X'e lassen einen nicht. Dann haben wir das auch schon mal ausprobiert. Okay. Die X'e lassen einen nicht da reinfahren. Dann ist das jetzt so. Ja. Ja. Und der Unfall wäre wieder ich gewesen, wa? So, wollen wir mal schnell gucken hier. Sprit. Wir gucken mal in unsere große Karte rein. So, da wäre jetzt eine Tankstelle gewesen. Okay. Jetzt haben wir da vorne nur die Möglichkeit zu schlafen. Zugverbindung mit einer nahegelegenen Wiegestation. Das war doch so klar, dass ihr mich jetzt wieder wiegen wollt, ne? Und rein zufällig haben wir hier auch wieder eine. Ich habe vorhin noch drüber gesprochen. Na, immer werden sie uns wiegen? Aus. Oh, das auch noch. Also heute kommt ja wieder alles zusammen hier, ne? Heute kommt hier wirklich wieder alles zusammen. Aber gut, dann müssen wir da drauf. Neue Route finden. Nein, musst du nicht, Pippi. Wir müssen nur zur Wiegestation. So, wo ist sie jetzt hier? Muss hier rein. Ne, da oben kann ich auch noch reinfahren. Die muss irgendwo. Demnächst links. Hier nicht. Wo bist du denn mit deiner Wiegestation? White Station, da steht's. Okay. Alter, das ist heute aber auch ein Auftrag hier. Wir werden hier von Pontius zu Pilatus geschickt. Ah, da. Ich sehe schon. Wunderbar. Okay. Machen wir das so. Ja, ja, ich weiß. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Jetzt würde nur noch fehlen, so wie auf deutschen Autobahnen, vielen Dank für Ihr Verständnis. Da frage ich mich dann immer, welches Verständnis? Ich werde ja quasi gezwungen dazu. Warum soll ich dafür Verständnis haben? Unglaublich. Ah, ja... Langsam ist man so ein bisschen, aber gut. Versuchen wir das Positive zu sehen. Erstmal wieder raus hier. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir auch, weil links dürfen wir ja nicht. Ah! Scheiße! Also Freunde, heute... Ich bin jetzt langsam... Visit Service, ja. Ich bin jetzt langsam, ehrlich, ein wenig angefressen. Der Simulator ist so realitätsnah, wenn du hier nicht aufpasst, biege nach rechts ab. Ja, bist du voll am Arsch. Das war der nächste Unfall. Hier gehen die Kröten flöten. So eine Folge. Und ich dachte schon, das mit der Tankstelle da, wo wir diesen Bums da gehabt haben. Also, ehrlich. Was soll ich sagen? Machen wir weiter. Machen wir einfach weiter. Rot. Aber die fahren auch wie die Schweine. Naja, gut. So. Wir gucken mal... Es ist jetzt erstmal nichts in Sicht. Mein LKW hat 23% Schaden. Er muss definitiv in die Werkstatt. Das kostet mich dann auch wieder Kohle. Aber gut. Wollen wir mal sehen, dass wir jetzt auch was zu tanken finden. Motor viel von Zonen umgehen. Echt jetzt? Okay. Freunde. Es sieht so aus, als ob wir jetzt wirklich erstmal in die Werkstatt müssten. Ja. Dann müssen wir das jetzt, jetzt könnt ihr es auch live miterleben. Ja, bitte. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Habt ihr das Kassending gehört? Was uns da wieder abgezogen ist, ich bin da echt mal gespannt.
was dieser Auftrag hier so alles mit sich bringt. Es ist der absolute, pure Wahnsinn. Gut. Wäre ja auch langweilig, wenn nichts passiert, ne? Nein. Achso, wir müssen jetzt ja erstmal reparieren. So, was kostet uns der Scheiß denn? 1093 Euro. Klasse. Unsere schönen Kröten. Mittlerweile ist es auch dunkel. Okay. Was hat er denn da jetzt noch im Display? Irgendwas hat er doch da noch. Ah, ich habe doch alles repariert. Ich habe doch alles repariert jetzt. Moment. Ach, am Auflieger Schaden. Ja, kann ich den auch reparieren? Kann ich den auch reparieren? Die Abschleppdienst... Nein, ich will jetzt ja gar nicht abgeschleppt werden. Ich will ja, ich will jetzt ja... hier ging es jetzt ja um meine Zugmaschine. Das ist alles repariert. Ja gut, okay. Dann ist das andere halt... Dann ist das jetzt so, wie es ist. Das kann ich dann halt nicht ändern. Okay, wollen wir sehen, dass wir weiterkommen. Rechts rum. Wir haben jetzt ordentlich Zeit verloren. Der Auflieger hat 1% Schaden. Die Fracht noch nicht. Rechts abbiegen. So, warte mal. Bleiben Sie immer geradeaus. Wir biegen jetzt rechts ab. Aber da ist eine Tankstelle. Und da fahren wir jetzt mal kurz drauf. Immer geradeaus. So viel Zeit muss sein. Biege nach rechts ab. Damit wir hier nochmal getankt bekommen. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Was kostet die Galone? 2,17. Okay. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt auch noch vernünftig runterkommen. Ich hoffe, wir können hier hinten rumfahren. Kann man da was sehen? Oder müssen wir da wieder runter? Ich muss mal kurz in die Weltkarte gucken. Wartet mal. Nicht, dass ich mich jetzt wieder verfranse. Wir sind jetzt hier auf der Tankstelle. Links von uns... Doch, da gibt es einen Weg rum, dass wir da wieder rauskommen. Ja, weil hier geht's nicht raus. Alles klar. So, wollen wir mal rumfahren hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir kommen hier rum. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, machen wir. Ach, Leute. Immer geradeaus. Und dann biege nach rechts ab. Genau, und es ist grün. Wir dürfen. Ach, Leute, hab ich da einen Bums gebaut? Nee. Aber das ist das, was ich meinte. Du musst für jeden Scheiß bezahlen hier. Echt. Immer geradeaus. So. Wen haben wir da? Na, Pippi? Auch nichts. Gut. Meilen. Das wäre noch tolle 150 Meilen. 12.55 Uhr sollen wir da sein. Oha. Also jetzt bin ich mal gespannt. Müsste aber eigentlich noch knapp. So. Mehr kann uns ja schon gar nicht mehr passieren. So, der da hinter uns, lässt der uns hier mal rüber. Sieht ganz so aus.
So, jetzt geht's hier lang. Die Ampel ist für da. Ey, man muss sich jetzt hier wirklich konzentrieren, ehrlich. Also unglaublich, dass mal eben so dieses Spiel hingeschissen gibt's hier gar nicht. Und so wie es aussieht, muss ich doch hier links, oder nicht? Oder? Also diese Verkehrsführung ist für mich gerade jetzt ein bisschen blöd. Püppi, sag was, sprich mit mir. Okay. Sie sagt aber auch nichts, okay, ne? Lass uns eine neue Route. Ich hätte da links gemusst. Oh, ey, ich krieg die Kotze. Immer geradeaus. Leute. Das geht doch auf keine Kuhhaut jetzt mehr hier. Ey, das wird ein Video. Das wird ein Video. Ist mir scheißegal, ich bring das jetzt zu Ende. Das ist doch unglaublich. Ja, stockenduster, die Grillen zirpen. Und ich bin hier immer noch unterwegs. Kann ich hier irgendwie drehen? Ah, das wird ein bisschen eng, ne? Ah, nachher riskiere ich wieder einen Unfall. Ah, nee. Also das ist eine Route heute. Nee, das, damit habe ich heute nicht gerechnet, wo ich diese Aufnahme begonnen habe. Ehrlich. So viel Pech. Na gut, auch ein bisschen Dummheit dabei. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wo sie uns jetzt hier lang schicken. Links halten, naja, und dann links abbiegen. Man kommt auch so ein bisschen rum, ne? Biege nach links ab. Ja. Ich versuche es ja. Ich versuche es ja. Boah, nee, du. So, jetzt hier rum. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Geradeaus. Ein bisschen lustig ist es schon. Ja, und wieder rot. Die war eben noch grün. Ich bin... Ich glaube, ich nenne die Folge nur rote Ampeln oder irgendwie so. Ich glaube, ich nenne die Folge so jetzt. Ne? Ich nenne die Folge so. Wenn man so guckt, nur rote Ampeln. Nur rote Ampeln. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Außer da steht noch einer rum. Ansonsten ist hier noch nichts. Nichts. Das macht das Spiel doch schon mit Absicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Ernie. Oh Mann. Werde ich ja noch rausgejachtet. Wo will die mich hinschicken? Wo will die mich hinschicken? Was haben wir jetzt hier wieder als nächstes? Für eine Überraschung. Ja, schau nach Felsen und wildem Leben. Ja, ja. Das vielleicht auch noch hier, wa? Mann. Das hätte ich mir jetzt gern mal bei Tag hier auch angesehen. Ja, ist ja gut. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Ja, klasse. Jetzt wird hier im Hintergrund noch so eine Musik eingespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste die auch hören, ja? Der Kunde will seine Lieferung haben. Wahrscheinlich jetzt soll diese Musik noch so ein bisschen Druck machen. Es ist klasse. Ich hab noch... Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ich hab noch 247 Meilen. Das kann nicht funktionieren.
Wie soll das funktionieren? Die schickt mich hier von Pontius zu Pilatus. So, Freunde, bevor das Video zu lange wird, mache ich hier jetzt mal einen kleinen Cut und melde mich gleich bei euch wieder, wenn ich dann vorm Ziel bin. Ne? Also, bis gleich. Hallo Freunde, und da bin ich wieder. Wie ihr seht, wir haben jetzt noch 21 Meilen auf dem Tacho, das heißt, wir haben es gleich geschafft. Die Olle hat mich da Berge hoch und runter geführt, bis ich irgendwo in einer Sandkuhle drehen durfte. Wieder umkehren, den ganzen Weg zurück, dann natürlich auch nochmal eine rote Ampel mitgenommen. Dann sollte da noch eine Wiegestation sein, die aber völlig ab von meiner Route gewesen wäre. Aber da ich die angefahren habe, auch nochmal 402 Tage. Das heißt, im Prinzip haben wir nichts anderes wahrscheinlich heute getan, als für unsere Strafzettel zu arbeiten. Echt geile Sache. So, 9 Meilen, wir haben es gleich geschafft. Ich habe auch ehrlich gesagt die Schnauze voll. Es ist heute alles schief gelaufen, was nur schief laufen konnte. So wie es aussieht, schaffen wir es aber auch noch in der Zeit, also noch locker. Wir sollen ja spätestens um 12:55 da sein. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, die läuft die ganze Zeit schon. Ich bin da schwer begeistert. Wechselt sich immer zwischen den Stücken ab. Erster Aufenthalt im Moab. Yippie, wir haben es geschafft. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir das jetzt... Also jetzt, eigentlich dürfte jetzt wirklich nichts mehr passieren. Meine Herren, das kann alles nicht wahr sein. Was wir hier für einen Stress haben heute. Also, wie gesagt, die Folge, ich weiß noch nicht, wie ich sie nenne. Aber rote Ampeln, Unfälle, Wiegestation. Hier ist einfach alles. Hier ist heute alles. Wir nehmen heute wirklich alles, alles mit. Naja, okay. So, wo muss ich jetzt hier rein? Ich muss hier noch rum. Okay. Auf jeden Fall sehr schöne Gegend wieder zu beruhigen. So ein bisschen Sonnenaufgang. Das heißt, wir sind mal wieder im Hellen angekommen. Und dann wollen wir mal schauen jetzt hier. So, ja, wunderbar. Geschlossen. Das heißt, wo soll ich parken? Wir nehmen natürlich, wir können nur den nehmen, die 270 EP können wir nicht nehmen, weil wir halt so einen sehr großen haben. Auflieger mit Anhänger, das weiß selbst das Spiel, dass das nicht funktioniert. Deshalb stellen wir ihn jetzt hier schön rein. Ich hoffe, es klappt auch gleich beim ersten Mal. So, wollen wir mal schauen. Wunderbar. So, Motor aus, Licht aus, abkoppeln. Und dann wollen wir mal gucken, was geworden ist. So, verspätet. Oh, ich bin doch verspätet. Das heißt, wir kriegen nicht den vollen Satz. Wir kriegen auch nur 800. Aber wir sind schon im Level 6, das ist schon mal etwas. Also ehrlich, komm, den letzten nehmen wir hier auch noch mit. Dann haben wir die da oben alle voll und können uns dann um den Rest hier kümmern. Ja, Leute. Was soll ich abschließend sagen? War eine sehr komische Folge. Es war alles dabei. Rote Ampeln, Unfälle, Wiegestation nicht angefahren. Vom Feinsten. Wir sind jetzt auf 45.567 Euro. Das heißt, das war nicht viel, was wir jetzt gewonnen haben durch die ganzen Strafzettel. Aber gut, wollen wir mal davon ausgehen, dass nächste Folge es besser wird. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Wenn nicht, dann kann ich es auch verstehen. Bleibt bitte gesund, sage ich euch. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.